So, dann mal gutes Nächtchen, ihr lieben Schalömpels. So, kann ich hier vielleicht noch ein bisschen schneller vorspulen, weil das dauert ja doch seine Zeit, oder? Großartige Mahlzeit ist schon wieder vorbei. Ich spule mal hier ein bisschen sehr hohe Geschwindigkeit. Wer wacht denn da jetzt auf? Um 3.04 Uhr erwacht der Tränenmond. Natürlich. Pass mal auf, Mädchen. Dann räum hier erstmal alles weg. Nee, also hier Wäsche, ne? Weißt du, wegräumen. Da reinigen. So, vielleicht kann ich den Computer auch mal rausstellen, also aus dem Zimmer. Ich glaube aber eher nicht. Nee, wohl eher nicht. Schade. Boah, die brauchen dringend Geld, um ein bisschen auszubauen. Konzert besuchen, das wird nicht passieren, leider. Ich würde sie gerne auf ein Konzert schicken, aber das kann sie sich momentan einfach nicht leisten. Waschgang einstellen, normal oder fein? Ach, das ist ja süß. So, Hunger. Ich würde sagen, jetzt erstmal ganz kurz Reste essen. Verdorbenes Essen aufräumen erstmal. Tränenmond ist eine Einzelgängerin. Je einsamer und isolierter sie ist, desto besser wird ihre Laune. Fahre mit der Maus über die Einträge in der Simologie, um die Vorteile der einzelnen Merkmale zu erfahren. Ja, du alte Schlömpeltante. So, dann schmeißen wir den alten Ranz mal weg. Frikadella, was machst du denn? Reste essen, das ist sehr gut. Wahrscheinlich frisst sie ihrer Tochter dann... So, hast du deiner Tochter wenigstens was übrig gelassen? Na, Gott sei Dank. Ich hoffe, Fridolin kriegt dann auch noch was ab, weil der hat es ja schließlich gekocht, aber da darf man sich hier nicht so sicher sein. So, die beiden Damen, was gibt's denn hier frühmorgens zu erzählen um 4 Uhr morgens? Ich mag schmutzige Teller. Das Leben ist ein schmutziger Teller, Mutti. Gespräche sind überflüssig. Das Leben ist überflüssig. Ich bin fertig und habe immer noch Hunger. Nee, hat's natürlich nicht. Jetzt geht's. Gestern habe ich eine Rose gegessen. Dann schicken wir sie jetzt erstmal hier benutzen. Dann anschließend kann sie es auch gleich säubern. Anschließend kann sie hier duschen und dann kann sie auch gleich säubern. So. Was? Was? Die hat noch was zu essen. Nee, quatsch mich nicht voll. Ich gehe jetzt erstmal kacken. Oha! Sie räumt hinter sich weg. Was ist denn da los? Das kann ich ja gar nicht glauben. Und Fridolin, der ist gerade am Ratzen, schmeckt nach Kühlschrank. Es ist wirklich eklig, wenn die Lebensmittel im Kühlschrank den Geschmack anderer Speisen annehmen. Mit einem qualitativ hochwertigen Kühlschrank gehst du diesem Problem aus dem Weg. Mann, wie man hier gezwungen wird, sich immer teurere Produkte zu kaufen. Schrecklich. So, bei ihr geht's noch. Sie kann aber hier mal schön aufräumen. Zack. Harndrang. Ja, kann sie ja gleich irgendwie kacken gehen, während Mutti in der Badewanne ist. Hier in der Dusche ist. Ist doch ganz egal. Auch wenn das ganze Bad dann stinkt. Ist doch egal. Die spült nicht mal... Okay, ganz kurz. Frikadella Schlömpel. Saß gerade eben eine halbe Stunde auf dem Pott und hat gedrückt wie ein Weltmeister. Wie man hier auch sieht am Klo, das jetzt komplett kaputt geschissen ist. Danach steht sie auf und spült nicht. Aber geht gleich mit der Klobürste in ihr gelegtes Nugget rein, sage ich mal. Das ist ja vollkommen ekelhaft, diese Frau. So, kann sie denn hier in der Zwischenzeit vielleicht mal was putzen oder so? Frühstück servieren nicht. Hier hat sie schon Reste essen gegessen, hat sie ja schon. Da könnte sie jetzt was Schönes lesen.
Außer lesen, nichts gewesen. Das Outfit wechseln. Möchte ich mal ganz kurz gucken. Nee, warte mal. Ach, zum Spiegel kommt sie gerade nicht, verdammt. Mist. Säubern. Nee, das macht doch die Mutti. Die wird die Dusche nicht säubern. Können wir hier den... Ach, der Müll ist ja schon rausgebracht. Können wir denn hier sonst vielleicht das Bett mal machen? So, und danach kann sie nämlich auch aufs Klo gehen. So. Während Brüderchen den Schlaf der Gerechten schläft. So, hier noch schön die Bügelfalte rein. Ja, wunderbar, machst das Trini. Das ist ganz bezaubernd. Und danach kann sie eigentlich auch ihren Roman weiterschreiben, aber ich möchte vorher noch was probieren. Und zwar Aussehen ändern. Ich möchte das Tränenmond anschließend... Ich dachte, die geht aufs Klo. Ich möchte ganz kurz mit Tränenmond ihr Aussehen ändern, weil... Hallöchen, weil das Make-up sitzt doch nicht mehr so richtig. Ich hoffe, das hat geklappt. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich glaube aber eher nicht. Doch, es hat geklappt. Wunderbar. So, das wollte ich nämlich die ganze Zeit machen. Das hier oder? Ne, ich glaube das hier, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Das kann man so übernehmen. Hier hat sie, glaube ich, hat sie da weiß oder schwarz eigentlich? Dann mache ich mal, schwarz. So. Ach, warte mal, das geht da, ach, das geht da noch weiter. Moment. Aus Rot wird schwarz und aus Weiß wird schwarz. So, haben wir denn hier noch... Das ist das Dingens, das war Eyeliner. Jetzt Lidschatten ist, glaube ich, schon der dickste eingestellt. Ja, ist schon eingestellt. Na gut. Wo ist denn der schwarze Lippenstift? Ach, Treni, was tust du denn? So musst du aussehen. So, Kostüm-Make-up, da haben wir jetzt auch... interessante andere Dinge dabei, aber ich glaube nicht, dass wir die nehmen werden. Obwohl, hat schon was Schickes, oder? Ja, das sieht auf jeden Fall authentisch aus. Also ich glaube, das möchte ich fast behalten. Das ist, also wo man heute halt Lidschatten so ein bisschen übertreibt, das ist so in 5 Jahren, sehen die ganzen dann so aus. So, ich gucke noch mal ein bisschen durch. Oder so, Alter, das geht natürlich auch. Ich fresse deinen Nachwuchs. Aber ich glaube, das mache ich nicht, oder? Nee. Das hier hatten wir schon. Was passiert, wenn ich da eigentlich jetzt so mache? Nee, ist ja immer... Obwohl, warte mal. Das sieht aber noch zu freundlich aus, ne? Weil das hier so ein Lächeln ist und angedeutet, dass das geht natürlich nicht. Das widerspricht all ihren Überzeugungen. Im Gegensatz zu diesem hier. Das Weiß können wir da schwarz nähen. Na, ist nicht ganz so einfach. Das Schwarz sind die Augenbrauen, glaube ich, ja. Lass mal schwarz. Das Rot sind die Lippen. Die kommen natürlich auch schwarz. Und das müssten dann die Zähne sein. So, sieht auf jeden Fall auch wunderhübsch aus. Ich bin ganz verliebt, aber leider... Wir werden es mal sein lassen. Vielleicht später machen wir das mal, aber nicht jetzt. Was ist denn eigentlich das hier? Ich bin eine richtige Prinzessin! Können wir das vielleicht auch so schwarz machen? Und das müsste dann ja mehr so ins Aschfahle gehen, so zur Hautfarbe. Was ist das überhaupt? Ach, da die Innereien sozusagen. Ja, dann lass mal die mal so. Und dann haben wir hier noch die weißen Blümchen überall. Haben wir Pickelfarbe vielleicht irgendwo? Aber ich glaube, Pickelfarbe kriegen wir da nicht so recht hin. Naja, ist auch egal. Obwohl, kommen wir... Ich glaube, das kann die mal übernehmen. Muss da natürlich noch ein bisschen... Das geht mir ins Bläuliche über. So sieht man das kaum noch. Ja, so lasse ich die jetzt einfach mal. So.
Und das Haar, da habe ich ja auch ein paar neue Frisuren dazu kredenzt. Mal gucken, kann mich denn da eine überzeugen? Ich schau mal ganz kurz. Wir brauchen ja eine, die sehr lebensbejahend ist. Ach, das dauert hier wieder. So, was ist denn hiermit? Ja, das geht auf jeden Fall. Also, es sieht wunderhübsch aus eigentlich. Aber da fehlt mir noch ein bisschen das Emo-Auge dabei. Ich bin eine prima Ballerina. Ja, doch, ich glaube, das lasse ich erstmal. So. Wunderbar. Huch. Ein neuer Look für Tränenmond. Das muss ja auch mal sein zwischendurch. Wir wollen ja nicht immer mit den gleichen langweiligen Arschbacken spielen. Hat die jetzt eigentlich schon... Was ist das denn? Verlegen. Derartige Situationen sollten um jeden Preis vermieden werden. Man kommt nur schwer darüber hinweg, was, weil Sim sich anderem Sim gegenüber unangemessen verhalten hat. Ach, weil die gerade scheißen wollte und Mutti war noch hier im Stall. Ach, ja, auch da. Mann, das sind doch... Das ist doch Mutter und Tochter. Da kann man doch mal... Naja. Komm, Hygiene ist jetzt auch egal, dann würde ich mal sagen, trainieren. Lach mich tot. Nee, komm. Bleiben wir mal realistisch. Ublala. Ach so, ach, jetzt wird Tränenmond rausgeschmissen. Da gucken wir nochmal ganz kurz. Oh, die ist wunderschön geworden. Ich finde, die sieht jetzt richtig freundlich aus. Das ist einfach ein kleiner Engel aus der Nachbarschaft jetzt. So, dann, aber die muss immer noch kacken. Das heißt, ja, aber die kann da jetzt nicht rein. Doofe Mutter. Und jetzt ist Fridolin auch wach. Und hat Hunger. Der kann sich ja wenigstens mal hier Reste nehmen. Aber was macht sie denn jetzt? Ich würde sagen, dann Jobchancen würde ich nicht machen. Betrachten. Wäsche betrachten ist sonst gut. Roman schreiben mit voller Blase ist, glaube ich, auch nicht immer so der Hit. Was kann sie denn mal lesen? Geschicklichkeit, Stecker ziehen, kochen. Ja, kochen kann sie einfach mal lesen. Ja, Movie. Oder pass mal auf, halt. Nee, nicht kochen lesen, sondern du wirst hier mal Fernsehen und zwar wirst du kochen lernen in der Glotze. Wir sind doch hier bei den Schapalömpels. Da wird das noch traditionell gemacht. Ach, Familienidylle. Ah, Bibi, what? Banu Abi. Ich mag euch beide nicht. Haltet die Schnauzen, Mama, guckt Fernsehen. Jetzt ein Theater essen. Ich mag Noten. Noten. Schulnoten. Was? Quatsch mir nicht an, Noten kann ich nicht essen. So, Fridolin hat aufgegessen. Da wird er natürlich so gleich seinen Teller wegräumen. Seinen Teller wegräumen. Jawohl. Und jetzt? Jetzt wird er natürlich sein Bett machen. Und anschließend wird er... Was wird er denn dann noch machen? Was kann der nochmal machen? Der muss natürlich Charisma üben, Handrang. Das heißt, der geht jetzt nochmal ganz schnell aufs Klo, danach Hygiene. Und danach schicken wir ihn wieder in die Stadt und wir müssen dann nochmal... Fridolin ist ein begeisterungsfähiger Sim, der alles positiv sieht und absolut aufregend findet. Fahre mit der Maus über die Einträge in der Symbologie, um die Vorteile der einzelnen Merkmale zu erfahren. Gut, später. Bin adored. Ich esse gerne CDs. Ich habe mal Dirigenten gefügt, weil ich so traurig war. Dann heirate doch deinen scheiß Dirigenten. Nee, der hat einen Hut auf. Ich mag keine Hüte. Ich habe eine Allergie auf Hüte. Da mag ich lieber Fische. Fische sind lecker. Nee, Fische... Ich rieche nach Fischen.